Hallo meine Lieben, da bin ich schon wieder. Und zwar bin ich gerade vom Friseur gekommen, wie man ja gerade sieht. Und da war die Pinkbox schon wieder da. Ich glaube, die wurde erst heute verschickt und ist gleich schon wieder da. Und es passt mir natürlich sehr gut, weil ich ja nun, wie gesagt, vom Friseur komme. Da sehen ja die Haare immer besonders schön aus. Kennt ihr diese Föhnfrisur vom Friseur? Ja, und deswegen ist es cool, dass ich jetzt ein Video machen kann. Ich bin jetzt übrigens in unserem umgestalteten Zimmer, ja, mein neues Videozimmer. Yay, ich freue mich voll, es ist endlich fertig. Ja, ich fange auch gleich mal an mit der Pinkbox. Achso, übrigens, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich habe jetzt so ein leichtes Ombre her. Vielleicht, wenn ich mich mal kurz drehe, dann seht ihr das. Weiß jetzt nicht, ob man es von hinten gesehen hat, aber ich fühle mich auf jeden Fall immer noch blond und ja, mit den Löckchen sieht das ja nochmal besonders schön aus. Und genau, jetzt geht's los. Hier ist die Pinkbox. Die ist dieses Mal wieder richtig, richtig leicht. Mega leicht. Und die werde ich jetzt öffnen. Wie immer. Und diesmal habe ich sie bei einem anderen Nachbarn abgeholt, deswegen ist das Paket nicht auf. Oh, fliegt mir schon alles entgegen. So. Pinkbox lege ich erstmal zur Seite. Erst mal gucken, was hier noch so viel Spaß drin ist. Ein Flyer von CMD Naturkosmetik. Genau, sowas. Eine riesengroße Zeitung. Yay. Auch noch, eigentlich finde ich sehr cool. Sie heißt So ist Italien für ihre italienischen Momente. Eine Kochzeitung, eine Rezeptzeitung, kenne ich überhaupt nicht, aber das finde ich ja mal mega cool, ne? Kann man sich ja auch mal wieder so ein bisschen inspirieren und Italienisch mag ja jeder. Also das finde ich ja jetzt wirklich cool mal von der Pinkbox, weil ja, Rezepte ist mal was anderes, ne? Also gefällt mir. Die kostet eigentlich 4,90 €. Ist aber von April, Mai die Ausgabe. Aber es macht ja nichts, weil Essen kommt ja nicht aus der Mode. Ja. Ich fange auch gleich mit der Pinkbox an. Also so sieht die nochmal aus. Und die ist ja wie gesagt sehr leicht. Und ich öffne die Schleife. Und ja, ihr kennt es ja schon. Ihr kennt es ja schon hier mit diesem einfach reingreifen und nehmen. Achso, oh Gott, jetzt habe ich fast drauf geguckt. Hier ist der Zettel, den lege ich erstmal zur Seite und greife einfach rein und nehme das erste hier. Ja, das finde ich ja schon mal richtig gut. AOK, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Pure Balance, reine Haut ab 20. Mattierende Tagespflege, spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Das finde ich richtig gut, weil ich bin ab 20, deswegen passt es. Und ich hatte diese Creme, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine andere ist, muss ja sein, hatte ich schon mal gehabt von der Firma und bin auch sehr zufrieden. Und obwohl, ich hatte letztens auch schon mal eine Gesichtscreme in der Pinkbox, aber ist ja egal, weil die ist richtig, also es freut mich sehr, irgendwie voll durcheinander. Ja, die finde ich richtig cool. Was steht da noch? Mit weißem Tee und Ginseng-Extrakt. Mattiert, langanhaltend und bekämpft Unreinheiten, also genau perfekt. Finde ich cool. Und das ist natürlich eine Full-Size, ne? So, und weiter geht's. Auch hier ist noch was Langes, vielleicht TTZ. Yay! Oh mein Gott, das ist ja total cool. Obwohl, weiß nicht, ob man es... Naja. Massage-Gesichtsschwamm. Reinigt und peelt, beruhigt und erfrischt die Haut. Von Elina Med. Dieser Gesichtsschwamm sorgt für eine gründliche Reinigung der Haut. Das spezielle Design ermöglicht ein angenehmes Reinigungserlebnis. Ja, ich habe zwar schon so eine Bürste und mein Evelyn-Teil, aber das ist ja geil. Das ist ja hier aus Gummi. Oh, das muss ich heute gleich mal ausprobieren. Und hier ist so Schaumstoff und hier ist so Gummi. Und das ist ja cool. Finde ich cool. Freue ich mich. Schon mal zwei Jackpot-Artikel, würde ich sagen. Aha. Cool. Ein Nagellack von Aden. Die Nummer 19. Ein dunkles Rot. So sieht es aus. Also ist jetzt nicht so meine Farbe. Also so eine Farbe würde ich mir jetzt niemals holen. Aber da ich sie jetzt schon mal habe,
Warum nicht? Das Verpackungsdesign sieht nur ein bisschen billig aus. Darf man das so sagen? Oder jetzt nicht so hochwertig. Aber kann ja sein, dass das eine teure Marke ist. Ich kenne sie ja nicht. Weil das hier mit den Blumen da oben, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich freue mich trotzdem, weil Nagellack ist immer gut. Nagellack kann man definitiv nie genug haben. Und so ein dunkles Rot habe ich ja noch nicht. Und das ist auf jeden Fall schon eine schöne Herbstfarbe. Cool. Wie viele Artikel sind da immer drin? 4 oder 5? Ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist hier noch ein Artikel. Darf Repair Therapy Intensivreparatur Shampoo. Eine kleine Probepackung. Ich liebe ja Darf, das wisst ihr ja. Darf ist meine absolute Lieblingsmarke und deswegen finde ich das ganz süß, ja. Ist nett, auf jeden Fall. Cool. Und ist jetzt noch was drin? Ja, oh, sind da sogar... Ja, Partyfeed, unsichtbare Gel-Ballenpolster, beugen, brennen in den Fußballen vor, für lange Partynächte und ausgiebig Shopping-Touren. Ich glaube, die habe ich mir auch schon mal gekauft. Die kann man halt vorne so raufkleben. Finde ich auch sehr gut, weil, ja, ich habe ja eh immer Probleme, dass mir die Füße wehtun, wenn ich High Heels trage. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Cool. Mensch, und da ist noch was. Von Manhattan, ein Long-Lasting Gloss Glide in Mini-Format. Die Nummer, steht die Nummer, 45K. Ja, Extremely Long-Lasting and Intense Color Impact. Cool, so sieht der aus. Ist auch eigentlich meine Farbe, würde ich mal behaupten. Passt sogar, ja, es ist ein Rot, passt sogar perfekt zum Nagellack, würde ich mal sagen. Gut, ja, das war's. Meine Pinkbox ist wieder cool. Oder ist hier noch was dran? Aber ich dachte, dass diese neue Darf Haarkur da drin ist, die sich selber erwärmt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ich habe sie nämlich extra nicht bei DM geholt, weil ich der Meinung war, dass ich bei Facebook gesehen habe, dass die da drin ist. Naja, egal. Nun kann ich sie mir kaufen. Jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten. Was kostet denn der ganze Spaß so? Fangen wir mal mit der Creme an. Die hier von AUG. Kostet 5,99 €. Ist eine Originalgröße. Das Darf Intensivreparatur-Shampoo. Hier steht 250 ml 2,99 €. Das sind aber nur 50 ml, also 50 Cent oder so. Der Manhattan Lip Gloss steht 5 ml, ja genau. Der kostet 3,99 €. Die Scholl Blasenpflaster, Ballenpolster, Entschuldigung, 3,99 €. Ach, sind nur ein paar. Naja, egal. Der Nagellack kostet auch 3,99 €. Ja. Und diese Gesichtsbürste kostet 2,99 €. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die so günstig ist. So, mal schnell zusammengerechnet. 15, ja ungefähr 19 €. Also ja, habe ich meine 12,95 € wieder raus. Wie immer. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden mit der Pinkbox. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde die Artikel cool und ich werde sie wieder nicht abbestellen natürlich. Und ja, erzählt mir doch mal bitte, was in eurer Pinkbox drin war. Das würde mich ja mal interessieren, ob ihr andere Artikel habt. So, das war's dann auch schon wieder. Das war ja mal ein kurzes Pinkbox-Video. Und habe ich mich eigentlich schon bedankt, dass ich über 1000 Abonnenten habe, Leute? Über 1000! Das gibt's doch gar nicht. Ich hätte das niemals gedacht. Ich habe gedacht, ich krieg 10 oder so oder 100, ja. Und über 1000. Ich fasse es nicht. Ich bin so glücklich. Oh, vielen Dank. Danke, danke. Ja, also folgt mir doch auf Instagram. Ja, und schreibt mir bei Facebook und schreibt mir, was ihr so sehen wollt. Und
Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Achso, ich wollte mal fragen, ob ihr denn ein Video haben wollt zum GHD Hairstyler. Den habe ich ja jetzt und ich würde den gerne vergleichen mit meinem alten Glätteisen, wenn es euch interessiert. Ja. Gut, dann sehen wir uns ganz bald wieder, meine Süßen, und tschüssi!